Willkommen zurück zu einer neuen verräterischen Folge Days Gone. Freut mich, dass du da draußen wieder mit dabei bist und natürlich auch ein Dankeschön an all die verräterischen Menschen, die trotzdem ihre Treue bewiesen haben und dem letzten Video eine Bewertung gegeben haben. Seid weiterhin treu, lasst eine Bewertung da, unterstützt ein bisschen das Projekt, unterstützt ein bisschen den Kanal, unterstützt ein bisschen mich. Mann, ihr könnt so viel unterstützen. Ist das nicht wunderschön? Wir müssen zum widerlichsten Menschen hier in Days Gone, nämlich zu Schizo. Den niemand lieb hat. Nicht mal seine Mama. Nicht mal Mama Schizo. Skizzy? Okay, ich bin hier. Was willst du? Moment. Komm hier rein. Schizo, was ist los? Naja, wenn du reingehst, zeige ich's dir. Ich habe über deine Idee nachgedacht. Also die Höhle nördlich vom Camp zu versiegeln, damit die Horden nicht mehr durch unsere Felder ziehen können. Okay. Das Problem ist, Mai konnte bisher keine Sprengschnur dafür finden, oder? Nein. Aber ich weiß, wo welche ist. Genau hier. Nein. Na, ich weiß, was du denkst. Ich weiß es genau. Nein, das ist mitten im Ripper-Gebiet. Als ich das letzte Mal da war, hast du die Medizin für deinen Kumpel bekommen? Wir holen die Sprengschnur, sprengen die Höhle, boom, bye-bye, Horde. Aha. Das war doch deine Idee. Mann, die Scheißgrenze ist abgeriegelt und auch der Tunnel. Und ich soll da rein? Dann gibt es Krieg. Ich hab einen Plan. Außerdem komme ich mit. Halt dich nur von ihnen fern. Schnapp dir nur so viel Zeug, wie du kannst. Hoffe, wir brauchen's nicht, aber man weiß ja nie. Dann triffst du mich. Hier. Denn dort führt dein Weg über Iron Ridge. Was? Genau. Wovon redest du, Mann? Vertrau mir. Du Scheiße. Okay? Wir sehen uns da. Wenn der sagt, vertrau mir, dann vertrau ihm lieber nicht. Der ist eine Ratte. Der ist eine Ratte. Eine absolute Ratte. Nicht erwischen lassen, ja, ja. Der wird mich wahrscheinlich ans Messer liefern, so wie ich den Typ einschätze. Hey, meinst du, dass die Freaks noch irgendwas wissen? Dass die Freaks noch irgendwas wissen? Ja, das wissen wir ja bereits, dass die Freaks noch etwas wissen. Und zwar haben viele ihre alten Gewohnheiten. Ziehen sich eine Uhr an, die wir dann klauen. Ne? Ist ja bekannt, dass man nicht Uhren, sondern Rolexe stiehlt. Aber ja, die wissen noch was. Hey, mein Bike sieht eigentlich ziemlich geilo aus. Okay. Ich dachte, es würde schlechter aussehen, aber... Ja, es sieht eigentlich ganz gut aus. Meine neue zusammengestellte Lackierung, die wir in der letzten Folge gemeinsam gemacht haben. Wie, du hast die letzte Folge nicht gesehen? Also bitte. Wie kann man denn bitte schön hier eine Folge auslassen? Wir haben einen süßen Hund für unseren besten Freund besorgt. Busmano. Und da bin ich mal wieder auf den Straßen. Okay, Schizo. Schizo, ich bin bereit. Kommst du? Denk an unseren Treffpunkt. Westlich von Malakwa Lake. Malakwa. Ja, und ich werde da Malakwa. Läuft hier drüben irgendwas? Normalerweise sind nämlich immer hier die bösen Eddie, Buben. Hörst du mich? Ja, Dicken, was gibt's? Ich hab Busa den Hund geholt und es hat geklappt, wie du sagtest. Das freut mich. Du bist ein großartiger Freund. Da hat er wirklich Glück. Moment, man kann rutschen? Okay, man kann rutschen. Das wusste ich bis eben noch nicht. Deke, hörst du mich? Ja, Boozman, was gibt's? Ich wollte mich nur bedanken für den Hund. Entspann dich, Bruder. Ernsthaft, er ist mir nachgelaufen. Ließ sich nicht abwimmeln. Was hätte ich tun sollen? Hey, hey. Runter, hey. Komm schon, sitz. So wird's gewesen sein. Hey, er heißt jetzt Jack.
Ja, Jack hätte das gefallen. Nein, hätte es nicht. Deshalb habe ich's gemacht. Okay, langsam. Langsam, sitz, Junge. Okay, das reicht jetzt. Okay, Dick, ich muss los. Buser Ende. Oh. Dankeschön. Jack. Ich liebe den Namen Jack. Ach, wenn ich irgendwann mal einen Sohn haben sollte, dann würde ich ihn Jack nennen. Au, mein Bike, du... Dick, hier spricht Lost Lake. Hörst du mich? Hey, Ricky. Ich hab dich gesucht. Wir haben endlich fast im ganzen Camp widerstanden. Auch in meiner Hütte. Alter, komm schon. Wo ist der Typ? Großartig. Hey, ich... Hab sogar einen alten Boiler gefunden. Dann kann ich endlich wieder heiß duschen. Ist das eine Einladung? Großartig. Hey, wo steckst du? Hör zu, Skizzer und ich, wir holen die Sprengschnur für die Sprengsätze. Wir wollen die Höhlen sprengen. Ja, aber wo? Wenn ihr Sprengschnur braucht, kriegt ihr die nur... Was da geht. Ricky, hey, da ist eine Störung. Ich höre dich nicht. Wir reden, wenn wir wieder zurück sind. Hab ich dich, Dreckskerl. Du lauerst heute keinen Drifter mehr auf. Der hat nur gepennt. Krass. Gut. Dick, hier ist Tucker. Komm vorbei, ich hab Arbeit für dich. Zack, hey, auf. Fuck you. Beute. Zack, hey, okay. Mal sehen, ob ich Zeit finde. Gegen Ende. Oh, Tucker hat wieder Arbeit für mich. Hatte die nicht schon einmal jetzt irgendwie Arbeit für mich in der Zeit, wo wir hier unterwegs sind? Also, war da nicht eh schon noch eine Mission offen? Naja. Ja, wenn ich jemals einen Sohn haben sollte, Jack, Alter. Ich nenne ihn Jack, weil ich habe den perfekten Nachnamen dafür. Jack Johnson. Nein, nicht Jack Johnson. Wäre geil, wenn ich den Nachnamen Johnson hätte. Alter, dann müsste er Jack Johnson heißen. Jack Johnson? So heißt doch niemand. Jeder würde sagen, ach komm... Wer bist du? Clark Kent? Was ist hier drüben? Wieder mal nichts, oder wie? Toll. Fragezeichen sind einfach für die Ritze. Ich finde den Namen Jack halt mega geil. Hätte ich den Nachnamen Estacato, wäre ich Jackie Estacato. Oh, das ist so ein geiler Name. Jackie Estacato. Fuck. Wahrscheinlich bekommt ihr schon mit 4 alle Weiber ab. Die stehen Schlange und sagen, bitte, Mr. Estacato, bitte. Der Kleine ist 4 und ist jetzt schon ein Frauenheld. Nur wegen seinem verfickt coolen Namen. Hey, was soll das werden? Wir machen es so. Wir gehen durch die verdammte Hintertür. Zu Fuß? Du hast nie gesagt, dass wir zu Fuß gehen. Weißt du noch, was los war, als du dein scheiß lautes Bike genommen hast? Auch wahr. Hey, die bemerken uns gar nicht. Also, Iron Mike hat dich zu einem Treffen mit Carlos geschickt? Der Alte hat's dir erzählt? Ja, natürlich. Okay, es schadet wahrscheinlich nicht, wenn du Bescheid weißt. Schließlich gehörst du mit deinem Kumpel ja jetzt zum Camp. Oh, muss ja gut gelaufen sein. Wir spazieren einfach durch ihre, wie hast du das genannt, ihre verdammte Hintertür? Oh, das Treffen. Ja, das lief super. Versuch mal mit einem Haufen Affen zu verhandeln, die alle voll auf Drogen sind. Aber weißt du was? Wenn sie uns heute nicht packen... hält der Vertrag des Alten vielleicht doch noch. Obwohl Buser und ich im Rogue Camp mit ihnen Probleme hatten. Hey, Carlos sagte, das war ein Fehler. Abtrünnige, okay? Ha, er sagte zumindest, es kommt nicht wieder vor. Ach, und du glaubst ihm? Keine Ahnung, verdammt. Ich bin nur Mikes Lakai, genau wie du. Scheiße. Hörst du das? Ja, Wölfe. Glaubst du, sie sind infiziert? Wir werden es gleich erleben. Wie bist du vorher durchgekommen? Hier war so eine Holzleiter von Bergarbeitern.
Höhlenforschern. Was weiß ich. Komm. Hier drüben. Hilf mir hoch. It's a trap, Mother F. It's a trap. Ich trau ihm nicht. Ich trau ihm wirklich null. Los. Alles klar. Sieh mal unten nach, ob die Leiter irgendwo liegt. Ich sehe hier oben nach. Okay, beeil dich. Wir müssen aus dem Ripper-Territorium raus, bevor es hell wird. Ja? Erzähl mir mal was Neues. Eine Leiter? Haben wir hier eine Leiter? Vorsicht! Ich hab sie! Ach, bei mir. Ey, was ist denn mit der Steuerung gerade? Die ist total abgehakt. Irgendwas stimmt gerade nicht. Kameraführung ist total merkwürdig. Das war's für dich. Tot? Tot. Ey, ey, ey. Der schleicht hinter mir rum. Ich dachte, das sind immer nur drei. Auf einmal sind es vier. Das war der letzte. Schizo? Schizo, wo zur Hölle bist du? Moment, Moment, ich hab's schon. Egal, Fleisch nehmen wir mit. Das ist gesund. Das ist gut. Es gibt Kraft. Und hier nochmal rein. Kopf einziehen. Alles klar. Musste eben unbedingt einen Cut machen. Irgendwas, keine Ahnung, war mit dem Programm nicht in Ordnung, mit dem ich hier gerade aufnehme. Es hat sich irgendwie ganz schmierig angefühlt. Ich hatte auch ganz kurz so einen Frame-Drop. Egal, jetzt geht's weiter. Jetzt ist wieder alles gut. Hab bei Mike eine Karte gefunden. Darauf sind alte Forstwege verzeichnet. Gefällt ihm sicher, dass du bei ihm rumschnüffelst. Was der Alte nicht weiß, macht ihn nicht heiß. Klar. Wie du siehst, war der Pfad im schlechten Zustand. Er war als gesperrt markiert. Wo bin ich denn? Irgendwo hier oben, weil hier drüben ist auch noch ein Weg, wo man sogar entlang klettern könnte. Und da wären wir, Ripper-Gebiet. Man sieht es an den komischen Gebilde. Ripper-Lagerfeuer. Hast du sowas schon gesehen? Nein. Versammlung nennen die das. Dabei sollen sie komplett durchdrehen. Gehen wir. Ich will nichts damit zu tun haben. Zur Hölle damit, ich will's sehen. Was, bist du lebensmüde? Jetzt nicht mehr. Hör zu, ich will mit meinen eigenen Augen sehen, was die anstellen. Ruhe in Frieden, steig hinab, all dieser ganze Scheiß. Okay, okay. Aber bleib bei mir. Wenn wir getrennt werden, dann war's das. Ich folge dir. Acid Trip. Burning Man hier drüben. Tanzen um das Lagerfeuer. Warte mal. Schneiden sich selbst. Ich kenne wen, der ihr Ritual mitgemacht hat oder wie man das nennt. Er sagte, die Ripper sind dabei auf Drogen. Auf PCP oder sowas. Sie spüren keinen Schmerz. Gehen wir außen rum. Genau mein Gedanke. Auf dem Weg. Hast du so etwas schon mal gesehen? Nein, nicht sowas. Ich auch nicht. Deshalb müssen wir vorsichtig sein. Wenn sie uns erwischen, haben wir nicht genug Munition. Ganz genau. Was für Freaks, oder? Schlitzen sich da selbst auf und sind irgendwie total im Rausch. Aber dass die unter Drogen stehen, das war mir definitiv bewusst. Kann ja auch nicht anders sein. Ich meine, die sind so drauf, spüren keinen Schmerz, rennen auf dich zu und freuen sich auch noch. Gott. Runter, runter, shit! Wir müssen von der Straße weg. Ja. Komm, wir gehen querfeldein. Weißt du denn, wo es lang geht? Na klar. Trau ihm nicht. Bist du sicher, dass wir hier richtig sind? Ja, wieso? Ich bin oft hier lang gefahren.
Sprühe. Was? Meine Lady hat hier gearbeitet, in einem Forschungslabor östlich von Iron Butte Lodge. Jedenfalls war ich oft hier. Ich schwör's, der Transportkomplex ist da hinten. Du wirst schon sehen. Komm mit. Hier entlang. Ich traue dir immer noch nicht, Schizo. Am Ende werden wir geschnappt. Ich weiß es jetzt schon. Und der Typ wird dann sagen, hey, Moment, Carlos, hier, den wollten wir euch bringen. Das ist der Drifter, der Ärger gemacht hat. Ein Geschenk von Iron Mike. Frieden. Was ist das denn, verdammt? Die Partytröte. Sie locken mit Lufthörnern Freaks an. Komm schon. Lufthörner? Das ist die Partytröte. Guck mal, die eine da drüben ist total am Dancen. Was zum Teufel? Führe jetzt den Schmerz! Scheiße! Gott, verdammt! Nein, 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 lass sie! Lass sie! Wir wollen doch keinen Krieg anzetteln! Eine Sekunde, nur eine Sekunde. Oh, verdammt! Ist er wer? Helf mir bitte! Komm schon! Bitte, na los, wir müssen weg. Nein, 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 wir lassen sie nicht bei den Freaks. Was? Nein. Hey! Schizo, wir lassen sie nicht hier! Das ist nicht, warum wir hier sind. Scheiße. Ja, okay. 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 Ich hab sie. Ich hab sie. Ihre Beine sind gebrochen. Sie geht nirgendwo hin, Bruder. Wir müssen uns beeilen. Tu's einfach. Hey, Kleine. Kleine? Es ist alles okay. Es ist alles okay. Schon gut, alles okay. Alles okay. Es ist alles okay. Alles ist okay. Alles okay. Wir gehen hier lang zurück. Kranke Hurensöhne, oder? Ja, mir geht's gut. Alter, ihre Beine waren übel. Lass gut sein, Schizo. Wir alle mussten... Hör auf! Ihre Beine waren wirklich verdammt übel. Beide Knochen haben rausgeguckt, die wären nirgendwo mehr hin. Und lieber so sterben, als lebendig gefressen zu werden und vielleicht noch am Ende ein Freak zu werden. Diese Ripper sind einfach nur krank. Schlimmer als die Freaks. Oh shit. Runter. Und was? Scheiße, was jetzt? Oh. Oh. Eine verdammte Horde. Nein, das ist keine Horde. Was zur Hölle ist es dann? Ripper. Los, weg hier. Weg hier. Die sind vollkommen durchgeknallt. Kennst du ihren Anführer, Carlos? Nein. Das ist der verrückteste von allen. Überall Narben, Rücken, Arme, Beine. Ich sage es Mike ständig. Mit Verrückten macht man keine Verträge. Wie gesagt, Schizo, ich arbeite nicht gegen Iron Mike. Warum haben die eben gerade auf Horde gemacht? Ich meine, sie imitieren auf jeden Fall... Zumindest teilweise die Freaks. Nicht komplett, aber teilweise. Es muss noch einen Eingang geben.
Hey, warte. Sehen wir uns mal um. Was redest du denn da? Wir wissen nicht, was uns erwartet, also Vorsicht, okay? Mal sehen, was wir so finden. Ja, okay, klar. Warum nicht? Sieh dich hier doch mal um. Vielleicht findest du ja was. Nun, ich hatte eben gerade ein Loch im Zaun, aber anscheinend dürfen wir da gar nicht hin. Okay. Ja, komm. Heilen wir uns voll. Na, endlich. Dann hab ich hier ein wenig Schrott. Ist immer gut. Was meinst du? Nehmen wir die Tür? Nicht aufzukriegen. Warte, Alter, du weißt nicht, jetzt? Was da drin ist. Er bekommt sie auf und wir nicht. Um diese Zeit ist da nichts los, keine Sorge. Ja, nicht schießen, du Idiot! Ah, du Depp! Scheiße! Hab ihn nicht gesehen. Es ging alles so schnell. Gott, bist du dämlich. Er ballert natürlich wieder direkt rum, macht wieder mal mega Lärm. Leiter hochklettern? Welche Leiter? Hä? Wo soll denn hier eine Leiter sein? Ich hab keine Ahnung. Ja, das kann passieren. Sieht so aus. Hey, Dick. Du hast was gut. Hier, hilf mir. Hierdurch kommen wir rein. Nein, ich weiß nicht, Mann. Komm schon. Gut. Gehen wir immer noch rein? Haben wir eine Wahl? Bereit? Zieh! Du kriegst durch, ich halte... Nein, du gehst, ich hab's. Los! Halt es jetzt für mich! Oh, Scheiße. Verdammt! Er klemmt. Zieh! Klemmt. Okay. Ist schon okay. Geh außen rum. Ich öffne die Seitentür irgendwie von hier. Dick! Oh, Scheiße. Oh, perfekt. Noch eins. Was damit? Hast du genug? Hast du was hiervon? Na los. Eine ganze Krabbelgruppe. Was damit? Eine komplette Mini-Playback-Show, die ich hier ausrocken muss. Oh, wie süß. Es fällt als Leiche einfach nach unten. Tja, ihr scheiß Kind habt keine Chance gegen mich. Und wisst ihr, was richtig mies ist? Die verdammte Folge ist vorbei. Und wir, meine Freunde, sehen uns wieder in der nächsten Folge. Lasst mal eine Bewertung da für den alten Diekster. Bis zum nächsten Mal und tschüss.